Servus zusammen. Ja, meine Lieben, nach dem traumhaften Wintertag im Video letzte Woche ist jetzt bei uns Tauwetter und zum Tauwetter ist auch noch so richtig Schneematsch und Schneeregen gekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, heute mal wieder zur Abwechslung ein Video, das ich indoor aufnehme und ich möchte mich ein bisschen mit euch darüber unterhalten, wie ihr eure verschiedenen Hobbys gemeinsam mit der Fotografie verbinden könnt. Und ein bisschen darüber unterhalten, wie man daraus zusätzlich Motivation generieren kann und so ein kreatives Loch, das bei jedem von uns mal das ein oder andere Mal vorkommt, überwinden kann. Also bleibt dran, ich würde mich freuen. Ja, die Grundidee zu diesem Video ist mir eigentlich gekommen, weil ich immer wieder darüber nachgedacht habe, wie kann ich meine verschiedenen Interessen, meine verschiedenen Hobbys mit der Fotografie verbinden. Und ich bin dann immer wieder zu Ergebnissen gekommen, wie ich das, also wenn ich das dann geschafft habe, wie ich Motivationstiefs, wobei Motivationstiefs so richtige hatte ich noch nie, aber wie ich kreative Tiefs immer wieder dadurch überwinden konnte, indem ich einfach meinen Horizont weg von der Fotografie hin zu anderen Themenbereichen, die mich wahnsinnig stark interessieren, ausgerichtet habe und dadurch neue Ideen generieren konnte. Wir alle sind vielfältige Wesen, wir alle haben verschiedene Interessen und die wollen wir doch auch irgendwie gemeinsam unter einen Hut bringen. In diesem Zusammenhang habe ich mir dann drei Fragen gestellt. Was begeistert mich neben der Fotografie? Wie kann ich diese Fragen mit der Fotografie in Verbindung bringen oder zusammenbringen? Und was lässt sich daraus Neues generieren? Und genau diese Fragen möchte ich jetzt ein bisschen mit euch gemeinsam erörtern und beantworten. Und ich bin mir sicher, der eine oder die andere findet sich dabei ein bisschen selbst und hat vielleicht dann die eine oder andere Idee, wie er seinen fotografischen Horizont erweitern kann oder wie sie natürlich ihren fotografischen Horizont erweitern kann. Ich möchte euch ein paar ganz einfache Beispiele geben, was ich damit meine. Stellt euch vor, ihr seid Fotografie begeistert, ihr seid aber auch Sport begeistert. Dann liegt es doch nahe, sich ein bisschen für Sportfotografie zu interessieren. Ein relativ einfaches Beispiel. Stellt euch vor, ihr interessiert euch für Fotografie, also die Fotografie kommt jetzt immer wieder vor, und gleichzeitig seid ihr aber auch leidenschaftlich gern in der Natur, interessiert euch für die Tierwelt. Naja, was kommt dann Näheres in Sinn, als das Hobby Fotografie mit der Tierfotografie zu verbinden und dann Wildlife-Fotografie zu machen? Dasselbe lässt sich natürlich beim Wandern, natürlich, wenn bei mir zum Beispiel, ich fotografiere wahnsinnig gerne, das dürfte euch bekannt sein, ich wandere gerne, ich gehe gelegentlich auch gerne auf Berge rauf, das heißt, dieses Bergsteigen, das Bergwandern, das Wandern an sich, habe ich mit der Fotografie in Verbindung gebracht, indem ich mich einfach sehr, sehr stark und intensiv mit Landschaftsfotografie auseinandersetze. Ich möchte aber noch ein anderes Beispiel bringen. Ihr interessiert euch für romantische Dinge, ihr interessiert euch für Herzensangelegenheiten, ihr interessiert euch für Dekorationen, für gesellschaftliche Ereignisse. Ja, was liegt da näher als wie die Fotografie mit beispielsweise Hochzeiten, sprich der Hochzeitsfotografie zusammenzubringen oder Paarfotografie oder Schwangere zu fotografieren, Babybauchshootings, frisch verliebte Paare, Paarshootings, Paarfotografie. Also Leidenschaft für romantische Dinge und Leidenschaft für Fotografie zusammenführen zu diesen Themen. Das sind so die einfachen Themen, die ohnehin am Tisch liegen und die ja durchaus intensiv bereits praktiziert werden. Ich habe mir dann darüber hinaus noch gedacht, gut, ich wandere
Ich klettere gerne im Wald herum. Das hat mich zur Landschaftsfotografie geführt. Ich habe aber auch noch andere Interessen. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo man vielleicht um die ein oder andere Ecke denken muss, um dann das Bindeglied oder die Verbindung mit der Fotografie zustande zu bringen. Bei mir zum Beispiel besteht ein enormes Interesse an Geschichte. Ich interessiere mich stark für Geschichte und jetzt kann man sagen, Geschichte, wenn wir gleich mal zurückdenken an das Mittelalter, an die Römerzeit, also an das Altertum, an die Antike oder vielleicht noch weiter zurück oder einfach auch nur ins 16., 17. Jahrhundert, wenn uns diese Geschichten oder diese historische Periode interessiert, dann wird es schon schwierig zu sagen, ich beschäftige mich direkt mit der Fotografie, weil natürlich die Fotografie selbst da noch nicht vorhanden war. Was kann man daher tun? Ich habe das dann so verbunden, dass ich sage, ich bin gerne in der Landschaft, ich bin gerne wandern und ich fotografiere aber auch sehr, sehr gerne historische Stätten in der Landschaft. Erzähle dann ein bisschen was dazu, mach daraus eine Bildergeschichte, beispielsweise eine Ritterburg, eine alte mittelalterliche Burg bei uns in den Hügeln im Mühlviertel. Die Burg Rothenstein fällt mir ein, die Burgruine Brandegg. Einige von euch waren bei diesen Videos dabei. Versuche dann dort interessante Bilder zu machen. Versuche gleichzeitig auch, euch ein bisschen die Geschichte des Ortes näher zu bringen, euch diesen Ort vorzustellen, euch auch ein bisschen Hintergründe von diesem historischen Ort zu geben und bringe so die Fotografie mit meinem Hobby, dem Interesse an der Geschichte, vor allem auch bei mir an der regionalen Geschichte zusammen. Und daraus generiere ich wieder neue Ideen. Die können bis hin zu Themen gehen, dass ich sage, jetzt interessiert mich aber auch People Shooting, Menschen fotografieren, Veranstaltungen fotografieren. Dann suche ich mir teilweise wirklich auch heraus, wenn in der Nähe von mir leider viel zu selten so ein mittelalterliches Schauspiel ist. So, die gibt es immer wieder, diese Mittelalter-Burg-Schauspiele, wo sich eben Menschen aus verschiedensten Regionen des Landes treffen und sich in ihre mittelalterlichen Kleidungsstücke werfen und dort das Mittelalter wieder aufleben lassen, da mit der Kamera durchgehen lassen, da Bilder zu zeigen, da Bilder zu generieren, einen Schmied zuzusehen, wie er antike Nägel schmiedet. Ich finde so etwas wunderbar. Und das Ganze auch fotofest zu halten, das bringt für mich auch ein bisschen Geschichte und Fotografie zusammen. In dem Fall dann sogar noch mit People-Fotografie. Wenn man dann ein bisschen weiterdenkt und sagt, gut, Geschichte, Fotografie, man kann sich natürlich auch mit der Geschichte der Fotografie auseinandersetzen, das kann man immer, oder auch historische Ereignisse fotografischer Natur. Ich habe gerade ein Buch gelesen und das ist auch so ein Tipp, wo ich eben wieder meine Leidenschaft für Geschichte und Fotografie in Verbindung bringen kann. Ich habe ein Buch gelesen, das Buch heißt Warten auf Robert Capa, ist geschrieben von Susanna Fortes und das beschreibt praktisch die, also es beschreibt die Liebesgeschichte zwischen Gerda Taro und Robert Capa, die sich in Paris kennengelernt haben und die dann gemeinsam im Spanischen Bürgerkrieg fotografiert haben. Mitte der 30er Jahre war das, also der 1930er Jahre. Und Gerda Taro ist dann leider in diesem Spanischen Bürgerkrieg verstorben. Aber hier drinnen wird einfach in romanhafter Aufmachung die Geschichte dieser beiden, dieses Liebespaares erzählt. Und gleichzeitig habe ich halt im Kopf natürlich die große Geschichte des großen Namens Robert Capa, Kriegsfotograf, der dann in weiterer Folge noch die Agentur Magnum mit anderen Fotografierenden gegründet hat und der auch dann beim nächsten, also der einfach Kriegsreporter, Kriegsfotograf war, also historische Ereignisse fotografisch festgehalten hat, Bilder, die ich mir heute stundenlang ansehen kann und mich daran nicht erfreue. Erfreuen ist bei diesen Bildern oft das absolut falsche Wort. Aber einfach zu sehen, mit wie wenig Technik damals fotografiert wurde,
und welche Bilder dabei entstanden sind. Robert Capa natürlich auch sehr, sehr berühmt, seine Bilder dann, die er bei der Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Diese unglaublich aussagekräftigen Bilder, wie er mit den Truppen der Alliierten an der Normandie im Boot gelandet ist und direkt im Meer bei der Landung fotografiert hat. Das sind so Dinge für mich, wo ich Geschichte lebendig machen kann. Wenn ich das dann noch mit der Biografie der fotografierenden Person in Verbindung bringen kann, ist das einfach absolut spannend und erweitert meinen Horizont ganz, ganz enorm und erweitert meine Fotografie, die sich bei mir zu 80-90% um Landschaftsfotografie handelt, noch einmal um ein gutes Stück und bringt mich auch ein bisschen weiter. Aber das, was ich euch jetzt gesagt habe, war im Wesentlichen alles passives Konsumieren von Themen. Eben Bildbände anschauen, Geschichten lesen, dieses Konsumieren solcher Themen. Daraus lassen sich aber auch aktiv neue Ideen und neue Themenfelder erschließen. Beispielsweise, ich habe schon gesagt, Bildbände zum Beispiel selbst gestalten, Burgen fotografieren, mittelalterliche Schauspiele fotografieren, das Ganze in einen Artikel, in einen Bericht, in einen Blogartikel, wie es bei mir ist, in einen Vlog, Videos reinzupacken, euch dabei teilhaben zu lassen, das gibt mir einfach unendlich viele Möglichkeiten, mich in der Fotografie auszudrücken, fotografisch immer wieder neue Themen entdecken zu können, um so nie in die Gefahr zu kommen, dass mein liebstes Hobby mir irgendwann mal langweilig wird. Also diese Gefahr sehe ich durch diese Methoden eigentlich gar nicht gegeben. Es geht also beim Verbinden unserer Hobbys einfach auch darum, unseren Horizont zu erweitern, neue Themen zu erschließen und somit nicht in die Sackgasse zu kommen, die uns oft Spezialisierungen auf ein bestimmtes Genre der Fotografie aufbürden. Wenn man sich zu sehr spezialisiert, besteht immer die Gefahr, dass man mit Scheuklappen durch die Natur, durch die Landschaft, durch die Menschen, durch die Welt geht und dann einfach keinen Blick mehr hat für Ideen, die links und rechts von uns sich eigentlich unendlich oft auftun. Deswegen als Resümee von mir, verbindet, sucht euch mehrere Interessen, die ihr habt. Jeder hat verschiedene Interessen. Wo sind eure Leidenschaften? Versucht neben der Fotografie andere Leidenschaften mit der Fotografie zu verknüpfen. Nutzt das, generiert daraus Ideen, generiert daraus neue Projekte. Und wenn ihr dann die Idee für ein neues Projekt habt, dann spezialisiert euch wieder in diesem Bereich und schaut, dass ihr dieses Projekt oder diese Idee so gut als möglich umsetzt. Bis es fertig ist, bis zum nächsten Mal sucht ihr euch dann wieder mit offenem Geist neue Ideen, eure Interessen aus den verschiedensten Richtungen zusammenführen, neue Ideen generieren und dann wieder in ein neues Projekt stürzen mit voller Leidenschaft und mit voller Schaffenskraft. Das heißt für mich, Fotografie, der Prozess, Kreativität und dann Umsetzung hat für mich zwei Phasen. Die kreative Phase, wo es eben notwendig ist, seinen Horizont zu erweitern, neue Ideen reinzulassen, neue Blickwinkel zuzulassen, dann neue Ideen zu entwickeln und diese dann zu festigen, sich auf ein Thema und dann auf ein neues Projekt zu fokussieren und in der Umsetzung dann spezialisieren und schauen, dass es so gut wie möglich wird. Das war jetzt mal für heute so ein erstes Video, wo ich mir gedacht habe, darüber möchte ich gerne mit euch sprechen, werde zukünftig etwas auch mehr versuchen, meine verschiedenen Interessen mit der Fotografie in Verbindung zu bringen und würde mich freuen, wenn ihr auch bei diesen Videos dabei bleibt. Also für heute war es das mal. Es wird mit Sicherheit in Zukunft natürlich weiterhin die Outdoor-Videos in der Landschaft geben oder bei der Wildlife-Fotografie. Es wird aber auch verstärkt Videos solcher Natur geben, wo wir uns einfach ein bisschen darüber unterhalten, ein bisschen Gedanken machen, wie wir uns gemeinsam fotografisch weiterentwickeln können und wie wir dadurch zu besseren Fotografierenden oder vielleicht zu interessanteren fotografierenden Menschen werden. Also, es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bleibt gesund. Ciao.